gegen die kämpfen. Also ich glaube, wir müssen die einfach weiträumig umlaufen. Aber das ist merkwürdig. Das ist zum Beispiel etwas, also nicht das, klar, die sind natürlich hier überall in den Wäldern, die sind verstreut durch die Armee. Andererseits denke ich mir die ganze Zeit, die müssten ja auch irgendwo eigentlich ein Lager haben. Also die werden ja jetzt nicht die ganze Zeit hier brandschatzen und plündern, die haben ja irgendwie einen Auftrag. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel unrealistisch ist. Ich glaube, dass die da schon ziemlich drauf geachtet haben, was die Immersion angeht. Aber diese Situation finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Also ich werde mich da auf jeden Fall nicht mit denen anlegen. Das sind 7 Kuman und derjenige, gegen die gekämpft haben, die sind einfach weggegangen. Also ich werde jetzt hier durch den Wald reiten. Und gut ist. So, jetzt sind wir da vorbeigeritten. Ich weiß nicht, ob ihr die Stimmen noch gehört habt. Das haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal umlaufen. So, neue Stufe reiten. Sehr schön. Ah, wir bleiben hier drauf. So, okay, wir müssen jetzt aber auf die andere Seite. Da ist das Lager. Würde ich in echt zu der Zeit aber auch umlaufen. Ja, klar. Also, wenn das jetzt einer gewesen wäre oder sowas, aber ganz, ganz komisch die Situation, dass da ja auch, ein anderer war. Die haben ja erst gegeneinander gekämpft und auf einmal sind da 7 Leute auf mich draufgegangen. Das fand ich ganz, ganz merkwürdig. Okay. Aber wir sind im Lager angekommen. Wir grämen uns nicht. Und gucken mal, ob wir hier den guten Herrn Rotschopf finden. Oh, Köhler-Zwilling. Reden wir mal mit dem. Gott sei mit dir. Sag mir, wo ihr Rotschopf versteckt. Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Woher weißt... Was zur Hölle faselst du da? Komm mir nicht so. Ich weiß, dass er ein Freund der Zwillinge ist. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier und muss mit Rotschopf über den Überfall auf das Gestüt sprechen. Wenn Herr Hanusch dich schickt, kümmere dich lieber um die 2 Banditen, die hier umherschleichen und nach dem armen Jungen fragen. Dann braucht er sich auch nicht mehr zu verstecken. Ha, ich könnte jetzt lügen. Wir probieren's. Um die 2 habe ich mich gekümmert. Unsere Begegnung nahm kein schönes Ende für sie. Ach ja? Und das soll ich dir einfach so glauben? Wenn du willst, kann ich dich zu ihnen führen. Ich hätte dir ihre Köpfe bringen sollen. Na gut, ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in einer verlassenen Hütte, nicht weit von hier. Nimm die Straße Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an einer Quelle endet. Dort ist ein überwucherter Pfad, der dich direkt zu Rotschopf führt. Aber sperr die Augen auf, er ist leicht zu übersehen. Gut, danke für deine Hilfe. So, wir haben die Banditen natürlich noch nicht umgelegt. Und jetzt müssen wir mitten in den Wald. Wo war denn eigentlich unser Jagdausflug? War der nicht auch irgendwo hier? Wir waren doch auch irgendwo hier in diesem Wald. Das war hier, oder? Nee, hier war das nicht. Also kann hier gewesen sein, aber irgendwo hatten wir ja auch unseren. Doch, doch, das war da. Doch, klar. Hier war das Jagdlager. Da haben wir gejagt. Und hier haben wir dieses verlassene Hof, den verlassenen Hof gefunden. Hier war diese kleine verlassene Hütte. Hier in diesem Gebiet haben wir doch auch schon Hans gesucht. Naja, gut. Die Frage ist, wollen wir jetzt das Pferd. Ne, wir nehmen das Pferd mit, ne? Ist vielleicht die bessere Variante. Gut, dann den Pfad nach Norden und dann rechts weg. Ich glaube aber, dass wir die Banditen nicht erledigt haben.
Wird noch ein Problem. Das könnten halt auch die beiden Banditen sein, die diesen Hans Capone festgehalten haben, ne? Das könnten die wirklich gewesen sein. Das müssen wir ein bisschen genauer schauen, ein bisschen ganz so schnell reiten hier. Irgendein Pfad soll hier rechts sein, so eine Art Trampelpfad, den man leicht übersehen kann. Ich sehe hier keinen Pfad. Doch, hier ist ein Pfad. Oder? Ach komm. Querfeld ein. Querfeld ein. Ja, wir kommen zumindest in die Nähe von dem verlassenen Hütten, von der verlassenen Hütte. Ach, guck mal, hier ist der Pfad. Das wird wahrscheinlich... Ne, es ist auch kein Pfad hier. Freunde, was habt ihr euch hier ausgedacht? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja, da müsste irgendwo hier oben sein, die Hütte. Mehr in die Richtung. Ah, da ist eine verlassene Hütte, ich sehe es schon. Nun gut. Hier wäre übrigens der Pfad gewesen. So, wo bist du, Rotschopf? Da ist er. Reden wir mal mit ihm. Oh Gott, war das eine mühsame Suche. Allerdings. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. Okay, dann fragen wir ihn erstmal. Weshalb bist du weggelaufen? Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Wo stecken deine... Erzähl mir alles, was passiert ist. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Ich möchte sie hören. Keine Sorge. Ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu. Und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein, nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Was ist mit den anderen? Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht, es könnten 8 gewesen sein. Und 2 waren richtige Brocken. An mehr erinnere ich mich nicht. Worüber stritten sie sich? Weißt du, worüber sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Okay, ich weiß, wie du dich fühlst. Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot.
Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem. Du hättest nichts tun können. Das war alles. Okay, warum hast du den Banditen getötet? Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Okay. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte, was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Aber wir könnten jetzt auch schon wieder lügen, dass sie nicht mehr da sind, ne? Das hat bei dem Köhler ja funktioniert. Oh, wir sind halt nicht besonders gut. Wenn das jetzt 8 oder 9 sind, na gut, wenn das 2 sind, aber selbst wenn es 2 sind, wird das doch schwer. Wie, dann ist er tot? Ach so, wenn du meinst... Boah, das ist so doof, jetzt mich zu entscheiden. Weil wenn ich jetzt entscheide und dann wieder sterbe, dann, müsste ich jetzt wieder Retterschnaps trinken, ne? Eigentlich. Eigentlich müsste ich das annehmen und wieder Retterschnaps trinken. Aber ich versuche immer mit der Lüge. Sie sind nicht mehr. Du hast nichts mehr zu befürchten. Wirklich? Gott segne dich. Da wäre noch eine Sache. Was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was sie davon halten. Ob sie hier wieder mit mir reden? Geh einfach hin und schau, was passiert, oder? Versuch es einfach. Dann siehst du, ob sie dich fortjagen oder nicht. Wenn du es ihnen erklärst, verstehen sie es bestimmt. Schätze, du hast recht. Hab Dank und möge der Herr dich beschützen. Okay, das Spiel wurde gespeichert an dem Punkt. Okay, das haben wir. Jetzt könnten wir wieder komplett zurücklaufen oder zurück... Naja, zurückreiten können wir jetzt. Einmal hier raus und den Weg komplett runter, wenn ich das richtig sehe, ne? Am Lager vorbei. Unser Pferd ist hier ja noch. Also irgendwas wird das uns noch Konsequenzen... Es wird uns auch Konsequenzen haben, dass wir gelogen haben. Jetzt versuchen wir mal den Pfad zu folgen hier. Die hätten ihn ja eigentlich auch mit dem Pferd mitnehmen können, aber das geht anscheinend nicht. Ja, ich weiß nicht. Also, nicht, dass ich mich jetzt scheue zu kämpfen, aber bisher hat das eigentlich nichts gebracht. Also, bisher zwar diese Kampfmechanik. Also, sagen wir so, die Kampfmechanik ist das, was mich am Spiel gerade am meisten triggert. Weil die unfassbar realistisch, aber unfassbar schwer ist. Und, ja, das ist so das Einzige, glaube ich. Wir müssen übrigens auch tatsächlich mal was essen in nächster Zeit. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass hier keine Banditen auf dem Weg lungern. So, jetzt müssen wir... Da durch den Wald, okay. Sind wir noch richtig? Ja, sind wir. Ja. Hä? Mit ihm denn hier? Hä? Oh, was? Soll das etwa alles sein? Aua, aua, aua. Oh, das sind ja auch schon wieder Banditen hier. Och, Leute. Aber auf dem Pferd, dass das dann so durchdrückt und durchdreht. Boah, ich muss erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, ja? Dann können wir es vielleicht mal versuchen, ja. Ach Gott.
4. Ach, kommt schon, Leute. Das ist so... Das ist wirklich so dem... Also, wie soll man das denn schaffen? Ganz ehrlich. Du hast ja gar keine... Man hat gar keine Chance. Man hat wirklich keine Chance. Also, das mag realistisch sein, das Spiel, aber das ist, too much. Die kommen von allen Seiten und du kannst ja, also gelernt haben wir ja bei der, also ein bisschen was gelernt habe ich ja auch bei der Schwertmechanik. Man kann ja blocken und so weiter. Aber man kann ja nur eine Person blocken. Also ich kann ja nicht, also tut mir leid, wenn da vier sind, kann man da nicht blocken. Das geht halt einfach nicht. Ja, Tulsa, genau. Hol den Speer mal raus. Du musst da, ich brauch da mal, hier, Koop. Ich sag dir, Kingdom Come Deliverance im Koop. Das wär's. Ich würde ja gerne auch mal so einen Schwertkampf machen. Aber diese, also diese schiere Übermacht, jedes Mal bei den Gegnern, das waren jetzt auch schon wieder vier. So, das ist... Meines Erachtens einfach ein bisschen too much. Und wir spielen ja noch nicht mal, und das darf ich jetzt auch nicht vergessen, darf man auch nicht vergessen, wir spielen ja noch nicht mal in dem Hardcore-Modus. Also wir haben ja, es gibt ja noch einen Hardcore-Modus dieses Spiels. Was passiert denn dann, wenn man hier im Hardcore-Modus spielt? So, jetzt kommen diese Banditen wieder. Kann ich jetzt einfach hier da durchreiten? Also was kann ich jetzt machen? Da ist ja jemand umgekippt einfach. Ja. So, wir reiten jetzt einfach daran vorbei, oder was? Willst du ein paar Münzen verdienen? Ach, das sind... Das sind zufällige Events. Da war jetzt jemand, der Münzen verdienen wollte. Warte mal. Warte mal. War das jetzt so ein zufälliges Event? Da gibt's viel zu holen. Ach komm. Okay. Okay, okay, okay. Das dazu. Ja, ja, okay. Schick dich in die. Scheißdreck. Ja, komm, zu fünft. Ja, ja, komm. Ja, das ist doch. Also bitte. Was sind das denn für Zufallsevents? Wirklich jetzt mal. Ich schlachte dich ab. Du kannst von allen Seiten kriegt man hier drauf. Das ist. Du kannst in dem Spiel nicht anhalten. Also, spiel die Hauptquest, spiel die Sachen, die gehen. Von mir aus auch diese Dialogsachen, aber kämpfen. Eins gegen eins geht vollkommen in Ordnung. Das ist wirklich ein bisschen schade. Also, wie man da gegen fünf. Also, entweder. Das ist auch deswegen so schade. Weil ja gerade diese zufälligen Begegnungen ja eigentlich auch ganz nett sind. Naja, gut. Ich denke mal, wir haben jetzt unsere Lektion gelernt. Und werden das Thema jetzt nicht weiter noch versuchen. Da denkt man, dass die Szenerie eine andere ist, aber es sind am Ende dann doch wieder fünf Banditen, die einen überfallen wollen. Ach, schade. Okay, gut. Genug geraged. Genug geraged. Ja, man muss, man kann besser. Ja, genau. Das ist der nächste Punkt. Ich glaube schon, dass man besser werden kann im Kämpfen. Man bekommt ja auch Skill beim Kämpfen und so weiter. Aber es hat trotzdem ein bisschen was davon abhängig. Es ist trotzdem, glaube ich, sehr davon abhängig, wie sehr man die Steuerung kann. Also. Im Sinne von, ich muss ja trotzdem mit der Steuerung umgehen können. Aber wie soll ich denn damit umgehen können? Ich habe ja gelernt zu kämpfen im 1 gegen 1. Gelernt zu blocken, gelernt auszuholen. Aber wenn du von 5 Seiten angegriffen wirst, aus allen Richtungen, da ist nicht viel mit blocken. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen...
uns links halten. Ja. Also selbst gegen 5. Also ich weiß nicht, wie man gegen 5 kämpfen soll. Also ich bin doch kein Schwertkampf-Profi in dem Spiel, das möchte ich dazu sagen. Aber gegen 5 oder 7 oder was weiß ich, das waren vorhin 7, waren glaube ich jetzt, waren es 5. Vorhin waren es 4. Das finde ich einfach eine Nummer zu doll. Also du kannst ja nicht aus allen Richtungen blocken. Du stehst ja immer, du wirst... Man wird ja immer auch umzingelt von denen. Was machen wir mit Pferd, ne? Ja. Gut. Aber gut. Wir haben unsere Lektion, denke ich mal, gelernt. Was das angeht. Wir wissen, dass das einfach eine Nummer zu krass ist, glaube ich, für uns. Also, was wir natürlich machen können, was ich vielleicht noch machen, was wir wirklich machen kann, ist, man kann weiter so Schwertkampftraining machen bei diesem Hauptmann. Wenn wir mal wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, ein bisschen mehr Zeit haben und so mit so nicht ganz so, also ich sag mal, wenn es ums Roleplay geht, müssen wir mal ein bisschen gucken. Aber vielleicht haben wir mal wieder Zeit, uns ein bisschen mehr mit alltäglicheren Dingen zu beschäftigen. Und dann kann man ja sicherlich nochmal ins Schwertkampftraining gehen, um zu gucken, okay, nochmal ein bisschen zu üben. Oh, Herr Ratzig ist hier. Wir sollen aber Herrn Hauptmann Bernard beschäftigen, ne? Gucken wir mal, was... Jetzt können wir die mit ihm reden, weil der Hund hier im Weg steht, oder was? So, red mal mit ihm. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich habe eine Spur zu den Banditen. Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Ich würde sagen, die Kurzfassung. Der hat ja nicht immer ewig Zeit. Ich konnte den Stallburschen aufspüren, der voller Angst geflohen war. Aus gutem Grund. Er brachte mich auf die Fährte eines hinkenden Bauern aus Uschitze. Sein Name? Der Bursche kennt ihn nur vom Sehen. Aber wenn ich mich umhöre, kennt bestimmt irgendjemand einen hinkenden Kerl mit zwielichtigen Freunden. Dörfler Liegenklatsch. Und wenn er nicht dort ist? Er könnte geflohen sein, vielleicht sogar nach Kuttenberg. Wenn er nicht in Uschitze ist, höre ich mich um. Irgendjemand wird etwas wissen. Gut, dann brich nach Uschitze auf. Finde diesen hinkenden Banditen und presse die Namen der anderen aus ihm raus. Sie müssen für ihre Taten büßen. Ich will sie hängen sehen. Bring ihn zu mir nach Merhoyet und ich entscheide über sein Schicksal. Jawohl, Herr. Mach's gut. Ach, guck mal, jetzt haben wir mit ihm geredet und jetzt ist das andere fehlgeschlagen. Ach, das ist ja auch spannend. Jetzt können wir nicht mehr mit ihm reden? Ja, das ist ja spannend. Also das... Ja gut. Was ist das? Wir reden natürlich gerne mit Herrn Ratzig. Das ist ja natürlich auch unser Herr eigentlich auch. Ne? Wir sind ja im Dienst von ihm. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt falsch. Aber das hat mich jetzt trotzdem ein bisschen überrascht. Also hier oben scheint dann Uschitze sein. Und da haben wir eh eine Quest wegen dem Schreiber. Aber... Ich würde fast sagen... Es ist spät abends. Wir waren ewig lange nicht mehr zu Hause. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel uns gerade zumindest mal ein bisschen Zeit gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, glaube ich, dringend das machen müssen, ne? Wir gehen nochmal auf die Questlog. Spüre den Banditen vom Überfall aus das Neuhofer Geschütz in Uschitze auf. Ja, ich glaube, das könnten wir mal machen. Aber da müssen wir nicht sofort hin. Ich gehe nochmal ganz auf die Karte. Wir haben noch hier auch so Questgeber-Aktivitäten, ne? Haben wir jetzt im Moment nicht. Ah doch, hier Aktivitätengeber, Aktivitäten-Questgeber und sowas. Okay, hätten wir da auch jetzt. Da wäre eine Quest sogar. Ich glaube, hier ist der Henkerhügel. Badehaus ist ein Aktivitätengeber.
Ich würde fast sagen, wir waren jetzt ewig lange nicht mehr bei der Rathaya-Mühle. Wir reiten jetzt nach Rathaya zurück. Und erzählen erstmal alles, was wir so erlebt haben. Theresa und so weiter. Machen vielleicht mal so einen Ruhetag in Rathaya, wo wir vielleicht uns mal ein bisschen sammeln. Mal gucken, dass wir uns ein bisschen auffrischen. So mit Utensilien etc. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich denke, das ist sinnvoll. Es ist auch, glaube ich, jetzt von der Tageszeit recht abends, spät abends, da würde ich sagen, ist es vielleicht wirklich sinnvoll, dass wir mal einmal den Heimweg antreten. Eine etwas breitere Straße. Das ist ja fast wie so eine Art Highway hier. So eine Art Autobahn hier. Ja, das Kampfsystem ist auf jeden Fall hart. Das haben wir festgestellt. Ich glaube, es ist bewältigbar. Wir haben ja auch schon im Faustkampf zum Beispiel auch Kämpfe gewonnen. Im 1 gegen 1 ist das, glaube ich, wirklich kein Problem. Und selbst vielleicht sogar, wenn es 2 sind. Aber diese Duelle, die wir hatten, waren jetzt ja wirklich immer in der Mehrheit mit 4 oder 5 Gegnern. Und da fast, also aus meiner Sicht hat man da einfach keine Chance. Vielleicht muss ich mir einfach unter der Woche nochmal ein paar YouTube-Videos angucken. Wie kämpfe ich bei Kingdom Come Deliverance? Auch gegen größere Gegnergruppen. Gut. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, den man da nochmal berücksichtigen muss. Und ich glaube, es gibt auch noch ein paar Perks und Skills. Die haben wir uns jetzt auch nicht angeguckt. Wir sind im Kämpfen besser geworden. Wir sind auch im Reiten besser geworden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da noch ein paar Skills gibt, die wir da vielleicht besser machen können. Ja, und ich würde sagen, ja, wir reiten durch die Burg durch, um... Achso, jetzt hat er umgedreht. Warum hat er jetzt umgedreht? Toll. Ja. Ja, wir gehen durch die Burg, oder wir können, unser Pferd ist ja praktisch im Dienst des Burgherrn. Wir könnten überlegen, das Pferd da abzustellen. Ansonsten würde ich sagen, nee, wir bringen Pebbles. Ist ja unser Pferd. Ich würde sagen, das bringen wir jetzt schön zu uns. Was auch schön aussieht, was ich auch sehr schön finde, ist, dass wir hier immer, also wenn es regnet, haben wir hier Pfützen. Da haben sie schon gut dran gedacht. Es sieht auch insgesamt immer noch sehr schön aus und das Spiel sieht wunderbar aus und die Immersion ist fabelhaft. Ich finde das wirklich total toll. Also das Einzige und allein das Kampfsystem und diese anscheinend doch recht zufälligen Events auf den Wegen sind manchmal ein bisschen merkwürdig. Trotzdem ist es, glaube ich, es ist ein klasse Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Das Kampfsystem ist halt schwer. Aber ich glaube, das war auch so gedacht. Also, die haben schon gedacht, wir wollen das realistisch machen. Vielleicht haben sie es ein bisschen zu realistisch gemacht. Auch das wäre vielleicht interessant zu wissen, zu sehen. Wird sowas dann zu einem anderen folgenden Teil verändert? Denn es ist ja im Gespräch, dass die einen zweiten Teil von Kingdom Come Deliverance ja rausbringen wollen. Es ist gerade wirklich arg dunkel. Oh, wir hätten fast jemand umgeritten hier. Und Theresa ist auch noch da. Mensch, dann können wir mit ihr sprechen. Dann müssen wir das Pferd hier hinstellen. So. Theresa. Wie hübsch du bist, Liebster. Was, wie hübsch ich bin, Liebster? So weit sind wir schon. Okay. Ich dachte nicht, dass wir schon so weit sind. Spazieren gehen wollen sie dann mit uns vormittags. Ich habe dir etwas mitgebracht, das machen wir, das haben wir auch. Wir haben so eine Kette, das machen wir vormittags. Wir werden mal den nächsten Vormittag ein bisschen entspannter angehen und ja, das Ganze hier mal dann ein bisschen ruhiger angehen werden. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen was aussortieren. Wir gucken uns nochmal unsere Skills an.
Das mache ich jetzt gleich mal als allererstes. Und ich muss vor allem, muss ich was essen. Und dann machen wir uns dann mal einen ruhigen Plan fürs nächste Mal, wie man hier besser werden kann. Das ist ja unsere Truhe. Was haben wir denn im Inventar jetzt? Wir haben auch noch einiges, was wir eventuell verkaufen können. Den Kommunionskelch zum Beispiel, den wir hier haben. Ich glaube, der ist bestimmt was wert. Den Hufkratzer, den lassen wir mal als Questgegenstand im Inventar. Klar, das lassen wir natürlich auch alles im Inventar. Den Wein, ich glaube, den können wir uns mit mal vielleicht mal gönnen. Einen davon. Und Rüstung, ja, da müssen wir mal schauen. Wir bräuchten vielleicht mal neue Schuhe. Oder wir müssten uns die reparieren. Eins von beiden. Alles andere, würde ich sagen, lassen wir erstmal. Lederhandschuhe, Jagdhandschuhe, da können wir ein bisschen was verkaufen. Und den Knüppel können wir auch loswerden. Wir haben ja jetzt unser Bürgerschwert, was ja doch ein bisschen mehr Schaden macht. 43 ist wahrscheinlich aber auch nicht die Welt. Und wir müssten das vielleicht auch mal ein bisschen reparieren. Vielleicht auch ein Punkt, warum das nicht so gut ist. Also das auf jeden Fall werden wir am nächsten Tag mal unternehmen und uns da ein bisschen mal ausrüsten besser. Und dann würde ich sagen, essen wir jetzt noch was. Ich glaube, Essen... Ne, Sattheit ist 100. Okay, Energie ist 81. Also uns geht's eigentlich gut. Na gut. Dann ist das also nicht das Problem. Dann gucken wir nochmal unsere Skills an. Also wir haben ja doch ein paar Skills bekommen. Hauptstufe haben wir jetzt 2 Perks-Punkte frei. Wir sind Hauptstufe 6. Wir haben jetzt hier einige Sachen noch freigeschaltet. Da können wir mal gucken, ob wir davon jetzt was ausrüsten. Das mit dem Essen ist irgendwie gar kein Problem. Das würde ich mal nicht nehmen. Der Duft des Mannes mit dem Charisma hatte ich auch noch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie wichtig ist. Nachtschwärmer. Mit der Ausdauerregeneration finde ich jetzt auch nicht so spannend. Sichtweise bei Schnellreise könnte spannend werden, aber ich möchte weniger Schnellreisen machen. Einfach deswegen wegen der Immersion. Okay, deine Energie sinkt um viel länger, okay. Kerkerentlassung, Bürger. Ach, guck mal an. In Städten und Dörfern sowie in ihrer unmittelbaren Umgebung erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Kann nicht mit der Spezialisierung Naturbursche kombiniert werden. Das gleiche geht auch dann eben Naturbursche. In der Wildnis erhältst du einen Bonus von Punkt 1 auf Stärke, Agilität. Da sind wir mehr in der Wildnis oder mehr in Dörfern? Oh, das ist schwer. Aber ich bin eher der Bürgertyp. Also ich mache das jetzt mal nach meinem Gedünken. Das kann jetzt spieltechnisch total falsch sein. Aber ich glaube, ich bin eher der Bürgertyp und weniger der Naturbursche. Ich fühle mich, glaube ich, in Städten einfach wohler. Und dementsprechend würde ich das jetzt erlernen. So. Dann gibt es hier noch Erste Hilfe 2. Verbände sind 25% effektiver und du kannst deine Heilkunst auch in Dialogen einsetzen. Okay. Heilkunst scheint auch wichtig zu sein. Wir werden uns sehr oft heilen müssen. Wir können natürlich aber wieder noch warten. Denn es gibt ja noch nach und nach neue Sachen, die freigeschaltet werden. Ja, vielleicht sparen wir uns das hier mal in der Hinsicht noch mal ein bisschen auf. Wir haben jetzt noch einen Punkt frei, aber das sind jetzt alles Punkte, wo ich sagen würde, die können interessant werden. Die müssen wir dann natürlich auch erstmal nutzen. Vielleicht ist das an der Stelle vielleicht noch ein bisschen... Lassen wir uns mal offen. Stärke. Da haben wir einen Punkt. Okay, Packesel, dass wir mehr tragen können. Das könnte interessant sein, ja. Und wir haben immer noch kein Schild. Also das ist auch so eine Sache. Fest im Griff haben wir schon gelernt, ne? Wir nehmen den Packesel, glaube ich mal. Dass wir ein bisschen mehr tragen können. Ich glaube, das ist sinnvoll. So, Agilität plus 3, Vitalität plus 3. Aber jetzt haben wir die plus 1, weil wir im Dorf sind. So, was haben wir denn hier? Vitalität, dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Okay, das ist vielleicht interessant. Wir nehmen mal dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Ich glaube, das ist gut, dann sind wir nicht ganz so schnell platt. Das sollten wir mal lernen. Hilft uns dann vielleicht bei der Vitalität.
Und Redekunst haben wir zwar einen Punkt, aber wir haben keinen Punkt hier frei. Aber ein bisschen was haben wir jetzt weggemacht. So, Werte. Gibt es da noch irgendwas? Achso, wir können auch einen Punkt bei der Hauptstufe teilen. Deswegen haben wir hier noch einen Spezialisierungspunkt. Kampf. Beim Schwert. Okay, was haben wir denn hier? Stumpfer Schlag. Ah, das sind Kombinationen. Also Mitte, links, weitaus von rechts unten. Zustechen, zuschlagen, zuschlagen. Okay, das ist halt richtige. Oder Zornhau, Waffe, Langschwert. Ah, guck mal, wir haben ja das Langschwert auch, ne? Das heißt, wir sollten vielleicht das hier machen. Zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Parieren den Angriff des Gegners mit einem schnellen Zornhau aus der Ausgangsstellung Ochs heraus. Wie bitte? Was, bitte? Pariere den Angriff des Gegners mit einem schnellen Zornhau aus der Ausgangsstellung Ochs heraus, von deiner linken Schulter zur Seite und stoße die Schwertspitze direkt zur Brust des Gegners. Das klingt wie eine Choreografie bei Bodenturnen. Aber es ist was fürs Langschwert. Und vielleicht merken wir uns das einfach mal. Links, links, rechts, unten, Mitte zustechen. Das Langschwert war ja die Waffe, auf die ich mich spezialisieren wollte. Die Axt eher nicht so, deswegen glaube ich, das Schwert nehmen wir mal. So, Fertigkeit, Jagen. Jagen haben wir auch noch eine Fertigkeit. Wir haben es auch bei Reiten, sind wir schon ein bisschen hoch. Schlösser knacken, okay, das haben wir nicht. Heimlichkeit. Oh, Trophäenjägergeweihe. Du kannst erlegten Wildtieren das Geweih entfernen. Oh ja, das Geweih, oder? Finde ich besser als die Zähne. Die Hauer? Wildschweine? Nee, ich bin eher so der Hirschtyp. Wir machen das mit den Geweihen. So. Okay, dann haben wir zumindest mal unsere Fertigkeiten wieder ein bisschen aufgebessert. Buffs haben wir nicht. Ruf ist soweit okay. In Neuhof haben wir einen sehr, sehr guten Ruf. In Rathei? Ja. Ist auch nicht so schlecht. In Thalenberg ist unser Ruf etwas schlechter. In Scarlet ist er sogar sehr gut, okay. Ja gut, Statistik. Wir sind oft gestorben. Okay, gut. Also wir haben ein paar Groschen. Wir werden dann das nächste Mal ein paar Sachen verkaufen. Und dann am nächsten Tag noch ein paar Sachen in Rathei machen. Werden mal mit Theresa vormittags spazieren gehen. Und sonst solche Sachen machen. Ich denke, da kommen wir auf jeden Fall gut hin. So. Das haben wir doch schon mal ganz gut gemacht. Und dann würde ich sagen, legen wir uns hier schlafen. Ach so, Essen. Ah ne, Essen brauchen wir gar nicht, ne? Energie war 81, Sattheit 100. Das passt ja noch. Ja. Okay, dann machen wir es erstmal so. Setzen. Und dann schlafen wir. Ist nicht möglich, während du sitzt. Achso, ja, schlafen. Das bitte. Und ich sag mal, wir schlafen jetzt mal bis 9 oder sowas. Punkt 1. Dann ist wahrscheinlich auch Theresa wach und wir können dann mit ihr auch irgendwie spazieren gehen. Das wollten wir auch mal machen. Und dann fängt der Tag ein bisschen besser an, weil die schläft ja auch mal sehr lange. Und wir können was essen und wir können uns waschen und so weiter und so weiter. Das machen wir dann alles nach dem Aufstehen, würde ich sagen. Ja, das war auf jeden Fall eine harte Lektion, die wir heute gelernt haben hier. Das müssen wir erstmal nachts jetzt verarbeiten. Das ist ein Gasthaus? Scher dich zum Teufel! Was? Wie jetzt? Wartet Hey, mal. glaubst du, du würdest hier wohnen? Nicht? Gelobt sei Jesus Christus. Was? Können wir nicht wohnen? Stopp, stopp, wir haben hier keinen Wohnsitz? Kann ich dir gestohlene Ware Was verkaufen? mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche.
Die gestohlene Ware verkaufen? Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Dann viel Glück. Verkaufen. Was können wir denn jetzt bei ihm? Wir können alles bei ihm verkaufen. Der Kommunionskelch, den kriegen wir für 23. Gibt es Sachen, die wir hier verkaufen können? Die Lederhandschuhe für 21. Die gepolsterte Bunthaube, die ist ja etwas schlechter als die wir jetzt tragen. Naja, und Waffen können wir hier auch verkaufen. Nicht besonders viele, aber ein bisschen was. Ich würde erstmal abwarten, was wir dafür bei den anderen Händlern kriegen. Ob das wirklich jetzt Hehlerware ist, die wir woanders nicht loswerden. Das würde ich erstmal noch warten. Aber was viel schlimmer ist, ist, wir können hier anscheinend einfach nicht. Das ist dein Gasthaus? Scher dich zum Teufel! Oh, war das, das war das falsche Bett, oder? Hier können wir schlafen und speichern. Fällt dir ein, in einem fremden Bett zu schlafen? Hau ab! Ich glaube, hier können wir schlafen. Wir haben einfach. Ja, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Wir haben, glaube ich, einfach im falschen Bett geschlafen, oder? Bett, bist du verrückt? Ja, wir haben einfach im falschen Bett geschlafen. Okay, gut, ich dachte schon. Ich dachte, wir können jetzt hier nicht mehr schlafen. Was hat er denn erzählt? Na gut, okay. Ach, alles klar. Dann auf zum nächsten Morgen.